Was, glaubt ihr, haben diese 6 Modelle aus meiner persönlichen Modellautosammlung mit meiner heutigen Sendung zu tun? Ganz einfach, ihr werdet sie einigermaßen größer, also 24 Mal so groß, wieder sehen. Und zwar auf den Vienna Classic Days, die das Hauptthema meiner heutigen Sendung sind. Ja, vor mir steht ein Auto namens Standard. Also Standard ist eine britische Automarke, die hat es gegeben ab 1903 bis 1963. Und es wurden nur relativ wenige Autos gebaut, von dem Modell zum Beispiel 12 Stück noch existent und davon angeblich 4 Stück fahrbereit weltweit. Wie? Wir haben es direkt in England, also in der Nähe von London, erworben, nach einer längeren Suche. Wir haben unbedingt ein Cabrio uns ausgewählt. Wir haben es circa 10 Jahre, es hat ein Jahr gedauert, bis es in Österreich die Zulassung bekommen hat, die Einzelgenehmigung. Mit der Kurve, die hat da so eine spezielle Verzahnung, die führt man dann da ein. So geht es dann. Ein Fiat, und zwar ein relativ altes Modell, kann man mal sagen. Ja, 1932. Wie kommt man dazu, sich so ein altes Auto zuzulegen? Ich habe einen gut gehenden 2CV gehabt als Student. Und dann habe ich den gesehen auf einem Autoplatz, habe den gekauft. Und dann war es natürlich aus, habe keinen 2CV gehabt. Und der ist auch nicht gegangen. Nicht? Das war gut. Dann geht es so weiter, dann haben wir nur zu dritt daran gearbeitet, in etwa 40 Jahre lang. Also er war eigentlich ein Alltagsauto und hat ja die Zeit überlebt. Ja, ja, ja. Das war ein Freundschaftsprojekt, das ihm sehr, sehr lange gedauert hat. Und manchmal hat man auch geglaubt, es wird nie zu Ende gehen, aber es ist gelungen. Diesen mittlerweile 102 Jahre alten dort, den genau kennen meine Seher bereits von der Sendung vor 2 Jahren. Und er fährt noch immer. Immer noch schneller. Das heißt, jetzt schneller als die noch 50 schneller als früher, von ja vor 2 Jahren. Ja. Und bremst besser. Wir haben Sie das Telefon gesehen? Das Problem ist, suche ich eine SIM-Karte von 1922. Hat ein Bekannter versprochen. Dann bekomme ich SIM-Karte und dann funktioniert. Man sieht, große Limousine, nicht so leicht das Verdeck hochzukriegen. Ist für die damalige Zeit Standard. Ist der Packard ein britisches Fahrzeug? Amerikanisches, das war das Pendant zum britischen Rolls-Royce. Wie kommt man dazu, sich so ein Fahrzeug zuzulegen? Es war ein reiner Zufall, vor knapp 30 Jahren ist uns der mehr oder weniger über den Weg gelaufen, hat uns gefallen, war damals erschwinglich und dann haben wir ihn gekauft. Ja, mit Willys hat der kleine Stadtstreicher bisher immer den Jeep verbunden, der in den Nachkriegsjahren durch Wien gefahren ist. Hier genau sehen wir einen ganz anderen Willy. 1925. Also oh, fast ja 100 Jahre alt. Ja, nächstes Jahr haben wir einen 100er. Große Party geplant für einen 100er? Ja, wenn er so brav weiterläuft wie bis jetzt, auf alle Fälle. Jetzt sehe ich mal den Nachwuchs bei euch auch dabei. Ja. Ist der auch schon vom Oldtimer-Fieber ein bisschen infiziert? Ja, sehr sogar.
Seit vorgestern schon, weil er seitdem hat er den Führerschein. Das heißt, er darf auf der Ringrunde fahren? Na, ich glaube, mit dem noch nicht. Das ist schon sehr schwierig mit dem Auto. Aber nächstes Jahr hoffen wir, dass er mitfährt. Also zum 100er darf der Junior. Schauen wir mal, ob dieses oder einen anderen Oldtimer. Wir haben ein paar. Aber er kriegt auf jeden Fall nächstes Jahr da was probieren. Geht das ins Geld auch oder ist das noch halbwegs erschwinglich? Wenn man es selber pflegt, was ich eigentlich zu 99% mache, ist es, kostet es Zeit. Man muss halt schon Bastler sein. Ich kenne meine Finger besser, sage ich mal, wie meine Frau. Der Fahrer dieses Volvo kommt aus Deutschland nach Österreich, zu den Vienna Classic Days. Richtig, ganz genau. Einmal lieben wir die Stadt Wien tatsächlich. Wir sind so oft es geht hier in der Stadt und die Veranstaltung ist einfach wunderschön. Wir nehmen sehr, sehr gerne teil, sind das dritte Mal da und es ist immer wieder ein Erlebnis, hier mitfahren zu dürfen. War das der erste Oldtimer oder gab es vorher schon welche? Nein, war tatsächlich der erste Oldtimer, ja. Und eine Knall- und Fallaktion oder geplant? Also wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich uns einen Oldtimer zuzulegen, weil uns einfach das Thema unheimlich reizt. Das war dann aber dann doch eine Knall- und Fallaktion, ja, weil wir halt einfach quasi in dem Internetportal unseren Höchstbetrag, den wir ausgeben wollten, einfach eingegeben hatten. Und dann mal schauen, was passiert. Und ja, das Ergebnis sehen wir ja hier tatsächlich. Ja. Am Steuer dieses Jaguar sitzt ein stolzer Besitzer, ein formschönes, wunderbares Auto. Aber mir fällt eines auf. Jaguar, britisch, Lenker links. Das ist richtig, gut erkannt. Nicht umgebaut, sondern original so. Das heißt, er war für Europa zugelassen ursprünglich? Nein, er war in die USA. Das Auto, das in die USA war, das ist dann vor 25 Jahren von den USA da nach Österreich gekommen. Und wie oft schon dabei bei den Vienna Classic Days? Das erste Mal. Na cool, Premiere und viel Spaß. Dankeschön, man wird sehen, was sich ergibt. Ne? Eine goldene Corvette Stingray. Cooles Fahrzeug. Danke. Wie lange haben Sie denn schon? Ich habe jetzt 4 Jahre. Ich habe leider einen Unfall gehabt und habe dann mit meinem Vater gemeinsam komplett Frame off neu aufgebaut. Und darum bin ich auch stolz drauf, dass halbwegs schön geworden ist. Wie oft wird denn der bewegt? Wir versuchen wirklich öfters Ausfahrten zu machen. Jetzt waren wir heuer schon in Italien, Venedig und so weiter und versuchen wirklich unsere Urlaube quasi mit dem Auto zu bestreiten. Also ist, man kann sagen, schon auch eine Art Alltagsfahrzeug. Nicht ganz Alltagsfahrzeug, aber für die Urlaubsausfahrten etc. nutzen wir es gerne. Vor mir steht ein Austin 7 Sports. Wie alt ist das Fahrzeug? Das ist ein Baujahr 1936. This animal is dangerous. Kann man das Auto als Tier bezeichnen? Als Viech sozusagen auf Wienerisch? Naja, das war halt dort der Sportwagen von Austin. Die sind halt Rennen gefahren damit. Kofferraum von vorne zu öffnen. Ganz was Neues. Wie bringt man sich mit dieser Größe in so ein kleines Fahrzeug hinein? Ja, das ist eine gute Frage, weil man muss sich einschlichten, richtig reinsetzen, dann Füße heben, so her, so, und dann passt es schon.
Und zu meinem 60. Geburtstag haben mir meine Freunde dieses Fahrzeug geschenkt. Das war im 3er-Jahr. Und im 5er-Jahr in der Garage hat er die Kotflügel verloren. Da ist er alles durchgerostet. Und im 5er-Jahr habe ich ihn komplett restauriert. Selber? Mit einem Kollegen. Ich habe das Fahrzeug in eine Werkstatt gebracht. Ich habe alles zerlegt, selber. Die Tapezierungen selbst genäht, gekauft, alles extra, eine Nähmaschine gekauft, damit ich das machen kann. Und da wurde er von Grund auf restauriert. Würde ich sagen, Unternehmen gelungen. Perfekt. Das und Auto steht jetzt auch in der Garage. Man sieht, wie er gut beieinander ist. Aber 16 PS, 2 Zylinder. Jetzt kommen wir zu einer Rarität. An und für sich darf man ja Nummerntafeln nicht umbiegen. Aber mit einer Ausnahmegenehmigung für den Steyr Buch ist, damit man nicht verdeckt hat alles oder eine neue Platte aufsetzt, dann würde das Auto den Oldtimer-Status verlieren, ist eine Sondergenehmigung seitens der Polizei, dass man die Nummerntafeln umbiegen darf. Dieser Herr fährt vielleicht morgen auf einen 57er Chevy. Nein, ist kein oder ist das kein 57er? Das ist eine Corvette C1 1960. Ich bin Fan von amerikanischen Autos, habe auch eine Cobra und den habe ich aus Deutschland reingeholt. Das hat eine österreichische Einzelgenehmigung jetzt. Und jetzt gehört er mir seit anderthalb Jahren. Hier seht ihr die Logos aller Oldtimer, die ihr bis jetzt gesehen habt. Und das sind noch nicht alle. Deswegen gibt's einen zweiten Teil.